OnlyFans, bekannt als Webdienst zur Bereitstellung von kostenpflichtigen Webinhalten oder bekannter als Plattform zur Bereitstellung von erotischen Inhalten. Seit einigen Jahren wird diese Plattform in Deutschland immer bekannter, unter anderem durch Social-Media-Größen wie Katja Krasavice. Zahlreiche Frauen berichten in Interviews, dank dieser Plattform Millionärin geworden zu sein bzw. dadurch ein Luxusleben finanzieren zu können. Und das Ganze selbstbestimmt und einfach und nebenbei. Wir treffen heute ein OnlyFans-Model und erfahren, ob es wirklich so ist. Bekommt man wirklich einen roten Benz dank OnlyFans? Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es spannend. Heute geht es für mich nach Düsseldorf. Ich treffe nämlich dort Emilia. Sie ist ein OnlyFans-Model und ich darf sie einen Tag in ihrer Arbeit begleiten. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Falls euch das Video gefällt, hinterlasst mir jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Und dann würde ich mal sagen, geht mir nach Düsseldorf. Hallo Emilia. Hallo. Geht's dir gut? Ja, selbst. Ja. Ich bin Emilia, ich komme aus Düsseldorf und ich mache OnlyFans. Ich mache OnlyFans eigentlich seit Februar 23 und jetzt seit dem September 23 mache ich das Vollzeit. Und das ist jetzt mein Hauptberuf. Wow, also machst du das erst seit einem Jahr? Ja. Und jetzt quasi seit 6 Monaten? Ungefähr. Vollzeit. Wie bist du auf die Idee gekommen? Angefangen hat es so, dass Freunde von mir auch mit OnlyFans gestartet haben. Und irgendwann habe ich mich getraut, weil ich war eh schon so ein offener Mensch. Also ich wusste auch, dass ich mit Männern geschrieben habe, ab und zu auch mal Bilder ausgetauscht. Dann habe ich mich getraut und ja, bin eigentlich auch sehr froh darüber. Ich bereue es nicht. Also hast du prinzipiell nicht aus einer finanziellen Notlage gestartet? Du hattest vorher ein Job? Ja, ich hatte einen Vollzeitjob, war normal bezahlt, sage ich mal. Und ich hätte auch einfach so weitermachen können mit meiner Arbeit. Aber es war mir auch irgendwie zu langweilig. Es ist auf jeden Fall sehr schön für dich, dass du das zum Beispiel nicht aus einer finanziellen oder sozialen Notlage machen musstest, weil bei den meisten Frauen ist das halt so. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es auch einen längeren Zeitraum braucht, weil ich habe das Gefühl, manche OnlyFans-Models verschönern das immer alles. Es klingt so, als ob man jetzt ab dem ersten Monat ganz viel Geld verdient, aber ist es so einfach oder steckt da doch viel mehr Arbeit dahinter? Es ist schon viel dahinter. Wenn du wirklich vorhast, damit Vollzeit zu arbeiten, brauchst du eben die Zeit. Also da muss man sich schon entscheiden, mache ich jetzt noch einen Vollzeitjob oder nehme ich das jetzt als Hauptberuf, was auch wieder ein Risiko ist, weil jeder Monat ist anders. Man kann nicht mit einer Erwartung reingehen, weil eine andere vielleicht mehr Geld gemacht hat im ersten Monat, was es auch gibt. Das ist einfach ein Risiko. Also das dauert auch manchmal echt länger. Was ich halt beobachtet habe, ist, dass die, die wirklich ganz schnell erfolgreich sind, sind die, die schon vorher eine Reichweite hatten. Und die Reichweite muss man sich über die Zeit dann irgendwie aufbauen. Da hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, wie du das machst. Mhm. Und zwar mit ganz, ganz viel TikTok und Instagram-Content-Produktion. Ja. Wie viel machst du da dann so am Tag? Relativ viel, muss ich sagen. Natürlich ist es ja auch wichtig auf TikTok und auf Instagram mit den Reels, dass du regelmäßig postest wegen dem Algorithmus und mehrere am Tag und das ist wirklich nicht einfach, also nicht so einfach, wie man denkt. Auf jeden Fall dauert es schon so 4 Stunden, 4, 5 Stunden. Man macht zum Beispiel so Transitions und dann 5, 6, 7 Transitions und dann muss man halt das alles nochmal richtig schneiden, Text hinzufügen, das dauert alles. Ja, ich weiß das auf jeden Fall, weil ich mache nicht 8 TikToks am Tag, so wie Emilia, sondern wirklich nur 1 alle 2 Tage und ich weiß schon, was da alles dahinter steckt. Das müsste ich noch ein bisschen vorbereiten, hier ein Setup und so. Ja, und noch ein Outfit. Das muss ich mal kurz nachgucken. Steht nämlich hier drauf, was ich alles machen muss. Genau, weil du arbeitest ja auch mit einem Management zusammen und die geben dir Hilfe, Ideen? Hilfe, Ideen. Also am Anfang habe ich es ja selber gemacht. Ich mache es auch immer noch zum Teil selber. Also, aber man kann ja nicht den ganzen Tag irgendwie auf Instagram oder auf TikTok gucken, das ist jetzt viral oder das ist jetzt der Trend. Und deswegen habe ich da schon Hilfe, die mir da ein bisschen Input geben. Aber ich kann immer noch entscheiden, was ich mache. Genau. Ich bin mal gespannt. Es sieht aus wie mein Setup. Ja, Ringlicht. Ein Ringlicht mit 3 Halterungen. Okay, das ist krass. Ich habe nur eine Halterung. Manchmal kann man auch alles auf einmal machen, ne? Wenn man nicht in die Kamera gucken muss. Ist sowas schon ganz praktisch. Muss man eben gleichzeitig auf Start drücken. Also so. Mit 3 Fingern. Genau. Okay. Ich lege jetzt mal eine Tasse hin. Also das ist die Ecke jetzt, wo du filmen möchtest. Genau. Jetzt.
Ja, und das ist immer wichtig, dass man so ein paar Details noch hat, damit es so echt aussieht. Vielleicht ein Schlüsselbund oder eine Tasse. Wenn der Winkel irgendwie auch passt, dann tue ich wirklich noch einen Kaffee rein. Trinke ich dann auch selber oder so. Und das muss irgendwie schon ein bisschen lebendiger aussehen. Also es ist einfach real. Deswegen muss man aber auch so ganz kleine Details achten. Sie geht sich jetzt noch umziehen, aber ich muss sagen, also bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Bevor ich auch irgendwas drehen kann, ist natürlich eine Idee da. Und dann muss man ein bisschen aufräumen. Ein bisschen für Ästhetik sorgen, sich umziehen, schminken, ja. Also war jetzt richtig Vorgabe, dass du einen Basic-Top trägst? Also Vorgabe nicht. Es ist immer nur ein Tipp, würde ich sagen. Einfacher für mich, weil da muss ich nicht so viel nachdenken. Mhm. Ich habe nämlich auch eh so viel zu tun mit den ganzen Videos. Und das ist einfach eine Erleichterung für mich. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust drauf, mache ich es auch anders. Ja, nee, ich finde es aber auch krass, dass auch bei den Outfits so ein Konzept und eine Idee dahinter steckt. So viel ist bei mir gar nicht. Also wirklich viele Details, zum Beispiel jetzt auch gleich der Winkel, von dem ich filme, kriege ich auch manchmal ein paar Inspirationen. Vielleicht sieht es so besser aus oder so besser aus. Aber irgendwann entwickelt man einfach ein Gefühl dafür, ob es gut ist oder nicht gut ist. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich mache zwar auch ein bisschen TikTok, aber ich mache nie was auf der Plattform. Ich bin noch so richtig altmodisch, ich filme alles vorher, kommt in mein Schnittprogramm, wird geschnitten und dann hochgeladen. Also sie kann das alles. Ja, das geht richtig schnell vonstatten, wenn man ein bisschen, das ungefähr 8-mal am Tag macht. Genau, das ist mein fertiges TikTok. Ach krass, du hast sogar mit der Geschwindigkeit gearbeitet beim Filmen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Deswegen musste ich ein bisschen schneller machen. Ich konnte es gerade selber nicht so einschätzen. Und dann wollte ich halt noch dazu schreiben, ja, wenn du ihm aus Versehen einen risky Text geschickt hast, der aber nicht an die Person ging. Einfach. Also risky Text im Sinne von, du hast eine sexuelle Nachricht ungefähr, genau, an die falsche Person gesendet. Das ist mehr so zweideutig, aber mehr so spaßmäßig. Mhm. Genau. Okay. Beim Text muss man sich auch immer gut überlegen, ne? Dass man das so kurz schreibt und das alles verstehen. Und oder ich habe es irgendwie aufgenommen und oben ist dann irgendwie doch nicht mehr Platz für den Text und dann muss ich es wieder aufnehmen. Und das sind halt so Sachen, diese kleinen Fehler, die ich manchmal halt am Tag mache, dass es so lange hinauszögert, dass ich wirklich 4-5 Stunden dran hocke, weil ich es einfach vergessen habe und ach, das passt wieder nicht, daran habe ich nicht gedacht. Es ist tatsächlich gut, dass du das machst, weil mir wurdest du halt auf Instagram vorgeschlagen und da ich so, wow, ein asiatisches OnlyFans-Model. Was ich mir da schon gedacht habe, ist, dass du das aus einem Grund machst, dass man halt Reichweite generieren kann, weil bei TikTok und Instagram gibt es halt einfach das Potenzial, dass man viral werden kann und Männer können dich entdecken, sie sehen dann auf deinem Profil den Link. Wiederum hätte ich ja persönlich Angst, man kann es nicht so krass verheimlichen, oder? Weil sobald du auf Instagram Content hochladen musst, um Reichweite zu generieren, besteht ja schon die Gefahr, dass viele aus deinem Umfeld das schnell entdecken. War das bei dir so? Ja, definitiv. Also ich wollte das auch nicht mehr verheimlichen oder ich habe es auch von Anfang an nicht verheimlicht, weil ich mir gedacht habe, das wird so oder so rauskommen und das stimmt auch. Ein Video geht viral und auf einmal sieht dich dein Arbeitskollege auf seiner For You-Page oder du sitzt noch daneben und denkst dir, oh, das weiß ich jetzt nicht. Deswegen habe ich es von Anfang an einfach offen zugegeben, dass ich das mache. Also du bist damit sehr, sehr offen umgegangen und gerade ist auch das Wort OnlyFans Creator bzw. Creatorin gefallen und da sehe ich mich nochmal in der Aufgabe, das kritisch einzuordnen, weil das ist doch ein Begriff, das den ganzen Job beschönigt und auch verharmlost, weil schlussendlich ist man in der Erotikbranche tätig und man ist dann quasi Erotikmodel. Mich würde auch richtig so persönlich interessieren, wie dein Umfeld darauf reagiert hat. Was ist so mit Familie und Kollegen? Also wie haben die reagiert? Meine Freunde, muss ich sagen, die haben gesagt, das passt zu dir. Die haben es mal vorgeschlagen. Also irgendwie bist du so ein Mensch, der passt für diese ganze Sache. Aber meine Kollegen, also gibt ja auch ältere Kollegen, die sind auch nicht so tolerant. Es gab schon viel Lästereien. Also wenn es was anderes ist, was die Norm nicht macht, werden natürlich immer viele Leute reden. Es sind aber viele Gerüchte und es geht schon ein bisschen in die Richtung Mobbing, was ich mir halt einfach nicht mehr antun wollte. Deswegen habe ich gewusst, wenn das jetzt noch weiter so läuft und dann noch in die Richtung Vollzeit, dann höre ich auch einfach auf mit der Arbeit. Das ist voll krass, weil ich sehe voll viele Parallelen bei mir, weil bei mir war es ähnlich. Mein erstes virales Video war ja das Finanzen-Video zu Julian Bam und ich habe im Steuerbüro gearbeitet. Ich habe es am Wochenende hochgeladen, am nächsten so Montag haben die schon darüber geredet. Okay, aber wie hat deine Familie reagiert?
Also meine Mama ist so ein bisschen crazy und offen. Okay. Und deswegen fand sie es eigentlich ganz okay. Und alle, also meine ganze Familie weiß Bescheid und keiner sagt was dazu. Okay, spannend. Da hast du echt ein unterstützendes Umfeld. Ja. So, bis auf die Arbeitskollegen hast du ein sehr Support-System, würde ich mal sagen. Ja, sehr tolerant. Also weiß ich auch zu schätzen. Wir haben auch hier immer dieses Wort Management so in... reingeworfen und ich habe ja auch ein Management, aber wie kann ich mir das vorstellen? Was sind die Aufgaben von deinem Management? Es geht einfach irgendwann in die Zeit, wenn man halt eben Vollzeit ist, dann kann man nicht mehr alles alleine machen und wenn man wirklich dann auch Erfolg haben will sozusagen, muss man sich ein Management suchen, weil ich bin ja eh schon den ganzen Tag beschäftigt mit so vielen Sachen, dass ich ein Management brauche, sonst würde ich auch stehen bleiben ab einem bestimmten Punkt. Wir haben ja im Vorfeld über Management gesprochen und da wolltest du auf jeden Fall noch so auf die Risiken eines OnlyFans-Managements hinweisen. Ich glaube, es ist sehr bekannt. Jedes Mädchen wurde bestimmt schon mal angeschrieben von irgendeinem OnlyFans-Management und hey, wir bringen dich auf so und so viel Geld und Umsatz. Ich bin tatsächlich auch schon damals an ein Management geraten, an zwei verschiedene. Am besten noch in Dubai, die man einfach gar nicht erreichen kann, wenn irgendwas ist, also gerichtlich. Und das war wirklich hart für mich. Deswegen hat das auch noch lange gedauert, bis ich irgendwie ein bisschen Erfolg hatte oder auch das Vollzeit machen konnte. Es ist wirklich, manchmal geht das schon in die Richtung, nicht zu Hälterei, aber manchmal manipulieren die einen, dass du Sachen machst, die du gar nicht machen willst. Mhm. Und das ist nicht Sinn der Sache für mich, dass man auf OnlyFans geht und irgendwie gezwungen wird, Sachen zu machen, weil dafür mache ich es ja, dass ich selber machen kann, was ich will, dass ich entscheiden kann, was ich will. Und am Ende des Tages kann es auch sein, dass sie dir einfach dein ganzes Geld wegnehmen, dass sie dich manipulieren. Immer aufpassen, wem man die Bilder schickt, ja, wer alles verwaltet. Es ist wirklich auch eine intime Sache. Ja, das war wirklich, wirklich schlimm. Unter einem anderen Namen haben die mein Chatting übernommen. Das heißt, die haben für mich gechattet. Was ich niemals wieder machen würde, ich war damals irgendwie noch so jung und wusste nicht, ja, die machen das schon. Ja, okay, ich krieg ein bisschen Taschengeld. Und das war so naiv von mir. Die haben meinen Körper verkauft sozusagen. Ich habe nicht einmal in einen Chat reingeguckt. Ich habe gedacht, die machen das schon. Die haben mich verkauft für einen Preis, wo ich mir gedacht habe, das will ich selber niemals machen. Und das war gar nicht Sinn der Sache, dass die mich so billig verkaufen. Und was die auch schreiben in meinem Namen, das will ich nie wieder zulassen. Also das hat mich schon ein bisschen geprägt. Jeder, der sich überlegt, damit anzufangen, wirklich tausendmal überlegen, geratet nicht an die falschen Leute, wie ich es gemacht habe. Verkauft euch nicht unterm Wert und habt eure Prinzipien, weil das... ich habe es bitter zu spüren bekommen damals. Gerade bei dem Content bzw. den Inhalten, die du produzierst, ist ja viel mehr Angriffsfläche und auch viel mehr Potenzial, dich halt auch zu erpressen oder ähnliches. Und da finde ich, da muss man schon aufpassen. Und ich kann euch bestätigen, ich wurde auch schon mal von OnlyFans Management angeschrieben. Was? Auf Instagram. Ja. Also ich glaube wirklich jedes Mädchen. Ja. Es gab wirklich so eine Phase, da war das ja auch so im Gespräch, so ja, jeder hat schon mal so eine DM gekriegt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, kann jedes Mädchen einfach relaten. So, wir haben dich ja jetzt bei der Arbeit beobachten können. Mhm. Wie sieht sonst noch dein Alltag aus? Der Tag ist ja auch lang. Was machst du noch? Eigentlich sieht mein Tag relativ gleich aus. Also ich habe da schon eine Routine. Ich stehe morgens auf, ich trinke meinen Kaffee. Ich mache meine TikToks. Kommt drauf an. Also man ist ja selbstständig, man kann sich das selber einplanen, aber meistens läuft das so. Wenn ich einen Termin habe, gehe ich einkaufen und mache das halt dann später. Manchmal muss man eben noch Bilder machen und Content produzieren. Das fällt auch noch manchmal an. Okay, spannend. Was man ja eh immer mitmachen muss, ist Essen. Und ich glaube, ich lade dich gleich noch zum Mittagessen ein. Wir werden auf jeden Fall was Heißes essen. Ach, schön. Wir sind hier natürlich in der Immermannstraße im Japanviertel. Ein Muss. Ja. Und ich habe mich direkt gefragt, wirst du eigentlich auf der Straße erkannt? Tatsächlich merke ich es schon, ja. Also mehr an den Blicken, wo man sich denkt, oh, woher kennen wir uns? Aber jetzt angesprochen wird man jetzt nicht so oft. Hast du dann auch so ein bisschen Angst, weil man weiß ja nicht immer so, wer wirklich dahinter ist, wen du dann triffst? Noch nicht, aber es kann auch zum Beispiel sein, dass manche sich ein bisschen mehr darunter vorstellen und zum Beispiel dein Postbote dann denkt,
ja, wir haben doch geschrieben. Also, wieso jetzt nicht auch oder so? Es kann sehr beängstigend sein, ja. Also ein Risiko besteht auf jeden Fall, ne? Ja. So wie wir gehört haben, hat dieser Job auf der OF-Plattform natürlich Risiken. Und es gibt im Internet halt immer welche. Und es gibt eine Lösung, damit man seine Risiken zumindest vermindern kann. Und das ist unser heutiger Sponsor, NordVPN. Wann benutze ich denn wirklich NordVPN? Und ich kann es euch sagen, aktuell schaue ich die Arztserie New Amsterdam auf Netflix. Und in Deutschland gibt es einfach nur die ersten 3 Staffeln. Dann logge ich mich einfach in den amerikanischen Server und schaue mir noch Staffel 4 und 5 an. Und tatsächlich benutze ich das auch für meinen Sohn, weil er ist ja schon so oft in Asien gewesen und ist sehr geprägt von asiatischen Kinderserien. Deswegen loggen wir uns dann auch immer so in andere Länder ein, damit er eben seine Lieblingsserien gucken kann. Und aktuell gibt es ein super, super Angebot. Das gab es wirklich so noch nicht, denn NordVPN feiert seinen Geburtstag. Und da bekommt ihr, wenn ihr euch anmeldet für das 2-Jahres Abo wie gewohnt 4 Monate on top. Aber ihr kriegt auch noch mal 3 Monate, die ihr an eure Freunde weitergeben könnt. Oder ihr macht es halt auch on top eures Abos. Je nachdem, ob ihr Freunde habt oder nicht. Genau, dieses Angebot findet ihr wie immer im Link in der Beschreibung. Und der Link ist natürlich eingeblendet. Und dann würde ich sagen, gehen wir essen. Ich möchte Emilia hier drin unbedingt fragen, wie viel sie auf der Plattform verdient bzw. verdienen kann. Wir machen ja gerade was Angenehmes, also wir essen gerade. Deswegen können wir ja auch über was Unangenehmes reden. Was mich und natürlich auch die Community wahrscheinlich am meisten interessiert, ist dann wirklich, wie ist dann der Verdienst als OF-Creator oder Erotikmodel? Also es ist immer unterschiedlich. Wie bei jeder Selbstständigkeit ist es mal so. Kann auch ein Monat gut laufen, ein Monat schlecht laufen. Ich sag mal so, man ist selbstständig, man muss auch seine Steuern zahlen, das muss man auch immer noch bedenken. Aber schon besser, als ich davor in einem normalen Job verdient habe. Man kann schon gut leben, sag ich mal. Können wir da auch irgendwie ein bisschen von Zahlen sprechen oder zumindest so, was du in deinem alten Job verdient hast? Also ich habe bei meinem alten Job um die 2000 bekommen. Und es, ist, ja, und es ist schon ein bisschen mehr. Es gibt zum Beispiel so eine Ranking, das kann man auch nachgucken. Auch immer schwankend, aber so unter den Top 0,2% bin ich. 0,3. Okay, das ist aber schon krass. Also, aber du bist trotzdem irgendwie bei den 0,3%, bei den Top. Ja, das heißt, viele, viele Frauen auf dieser Plattform verdienen viel, viel weniger als du. Gibt's auch. Also ich glaube, der Durchschnitt ist so, man sagt sogar Top 9%, aber man kann auch selber nachgucken, was das ungefähr ist. Also 0,3 oder 0,2. Ja. So, zeig mir mal, wie die Plattform aussieht, wenn ich zum Beispiel noch nichts gezahlt habe und dich entdecke. Was sehe ich da? Hier sieht man einmal mein Bannerbild und mein Profilbild. Man sieht, wie viele Videos oder Fotos ich schon mal gepostet habe. Man sieht auch die Anzahl an Fans, die man aktuell hat. Okay, also man würde jetzt sehen, du bist schon aktiv auf der Plattform. Genau. Und beide Bilder, finde ich, ja, sind ja auch sehr so teasernd. Ja. Ne? Da, man sieht ja deinen kompletten Po und ja, du verdeckst zwar deine Nippe, aber man kann sich viel denken. Und das ist auch das Ziel, oder? Ja. Dass die dann abonnieren. Genau. Und wie viel Geld verdient man dann, wenn man ein Abo hat? Oh, es ist immer unterschiedlich. Also man kann sich das ja mit den Fans zum Beispiel auch schon ausrechnen, zum Beispiel 1,3 und dann halt das jeweilige Abo. Also hier oben steht es ja dann drauf und dann kann man sich schon mal vorstellen, wie viel man dann verdient. 20% nimmt aber nochmal OnlyFans weg. Okay, also du hast 1300 Abonnenten und bei dir kostet das Abo... Wie viel? Aktuell 4 Dollar. Aktuell 4 Dollar, weil gerade so Valentinstag ist und ja. Rabattaktion, aber ja. Normalerweise? 10. Okay, da kann man sich seine eigene Mathematik machen. Genau, genau. Also die Abonnenten, die können ja dann auch wieder abspringen. Das ist immer unterschiedlich. Also ich finde, viele Abos heißt nicht direkt viel Umsatz, weil es gibt Leute, die abonnieren dich nur und kaufen dann im Chat nichts. Also man muss schon was auch verkaufen. Ja, ich glaube, man muss auch wahrscheinlich chatten, verkaufen, sie auch dabei halten. Genau. Weil sonst verlassen sie das Abo, ne? Und jeder darf selber entscheiden, wie viel er fürs Abo nimmt. Ja.
Okay. Also wenn ich jetzt Lust habe, dass ich morgen das Dreifache nehme, dann mache ich das auch. Das kann jeder auch selber entscheiden. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn man so richtig, richtig viel Reichweite hat, wie zum Beispiel Katja Krasavice, sagt er jeden was, die kann wahrscheinlich dann fürs Abo-Modell viel mehr Geld nehmen, als wenn jemand gerade neu startet, ne? Ich glaube, Katja nimmt 20. Aber es klingt voll so nach einer unternehmerischen Rechnung, ne? So ab wann ist es sinnvoll, ist es zu teuer und man muss auch die Nachfrage bedienen. Also das finde ich, erinnert mich ein bisschen an BWL. Kannst du mir zeigen, was man sehen könnte, wenn man das Abo allein nur hat? Also viel Hintern, mehr so Unterwäsche, auch manchmal Bikini, aber Bikini ist auch schon fast schon wieder so Instagram. Ja, einfach so um die Vorstellung wahrscheinlich bei genau, den meisten anzuregen. Genau, ein bisschen anteasern. Genau. Was sind denn deine persönlichen Grenzen? Also was hast du dir von Anfang an festgesetzt? Was möchtest du nicht machen? Couple-Content. Also das ist für mich ja schon in die Richtung Porno, mit wie man es halt auf anderen Plattformen findet, mit X. Abgesehen davon, dass ich jetzt auch keinen Partner habe und mir das jetzt auch nicht vorstellen könnte. Das will ich auch nicht unbedingt, dass die ganze Welt das sieht. Wenn die jetzt fragen, ob sie zum Beispiel Videos von deinen Intimteilen sehen möchten, dann würdest du das machen? Oder du machst das? Da würde ich einfach mal nachfragen und mich abonnieren. dann findet ihr das raus. Okay, dann wissen wir Bescheid. Ist vielleicht im Laufe des Tages irgendeine Chat-Nachricht eingegangen oder so? Also man fängt halt eigentlich immer die Gespräche ganz langsam an. Und eigentlich ist es oft Smalltalk. Was machst du gerade? Wie war dein Tag? Und dann verkauft man halt auch. Aber manchmal gibt es auch wirklich Männer, die nur schreiben wollen. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, weil man will dann schon was verkaufen und dann kann man halt nicht immer jedem sofort antworten und ich muss mich halt dann schon darauf konzentrieren, auf die, die dann auch kaufen wollen. Ja, ja. Zum Beispiel habe ich ein Teaserbild geschickt davor. Mhm. Das war, wie ich in die Dusche gehe, aber das ist halt immer noch blurry sozusagen und man kann es freischalten. Also man schickt zum Beispiel, aber das ist erst tiefer im Gespräch, ne? Achso, du kannst theoretisch was schicken, was so blurry ist und er muss dann Geld zahlen, damit er es freischalten kann sozusagen, genau. Ah. Gibt es dieses Risiko, dass dein Content verbreitet wird, obwohl du es halt nicht magst, also gegen deinen Willen, weil die besitzen ja den Content dann irgendwie, ne? Damit muss man immer rechnen, dass das ins Internet kommt. Alles, was im Internet passiert, bleibt ja auch im Internet. Das sagt man ja nicht umsonst. Natürlich gucke ich immer wieder drauf, auch mein Management, dass diese Leaks verschwinden. Und ja, man kann schon einige Schritte einleiten, aber es kann immer mal passieren, dass man für eine Stunde oder sowas Content online hat. Kann nicht passieren, es wird wahrscheinlich auch passieren, oder? Damit muss man rechnen. Also es bleibt nicht alles im Chat, was man dort hochlädt und ich glaube, das sollten vielen Menschen bewusst sein. Ja, also ich will hier keinen irgendwie sagen, mach das alle und das ist so toll und einfach Geld zu verdienen. Also man muss schon auch eine gewisse Stärke haben, sich damit im Klaren sein, was es auch für Auswirkungen haben kann. Ja. Und generell, ich bin ein offener Mensch, ich komme damit klar und habe da auch eine Passion darinnen. Dann passt es zu einem, aber sich da reinzuzwingen und sagen, ich will das eigentlich gar nicht machen, also das ist nicht der richtige Weg. So, ich bin gerade stille Beobachterin, denn Emilia ist richtig fleißig am Tippen. Sie chattet gerade wirklich live und aktiv mit jemandem. Ich werde gleich mal vorbeischauen, wie spicy die Texte sind. Und dann meinte er halt, ich träume auch nur von dir und deine Fotos und Videos sind einfach unfassbar. Irgendwie stellt man sich so vor, beziehungsweise wird OF immer so beworben, dass man nebenbei schnell Geld verdienen kann. Aber ich sehe das nicht, dass das bei dir irgendwie nebenbei ist. Nee, das ist ein Vollzeitjob. So, also das Kleid anteasern hat jetzt was gebracht? Ja, genau. Und ich lade das Bild hoch. Ich kann zum Beispiel auch meinen Preis festlegen. Also kann ich ja einfach selber bestimmen. Ich kann noch was dazu schreiben. Wie gefällt dir mein Körper in dem Kleid? Hier zum Beispiel hat er jetzt bezahlt. Oh, das ging schnell. Und das Blau steht dir übrigens. Ach, danke schön. Die sind aber auch nett, ne? Ja, es gibt schon Süße. Ja, und dann holt man sich eben dann andere, wenn man woanders chatten will. Aber das war zum Beispiel einer, wo ich weiß, er ist auch öfters online, ne, und schreibt auch viel zurück. Ja, ich habe viele Fans, ich kann nicht jeden unterhalten. Also ist aber auch anstrengend. Man baut viel auf, dann verkauft man ein Bild oder bietet es an und dann am Ende kauft er einfach gar nichts. Ja.
Und man denkt sich dann schon, ich habe jetzt echt viel gechattet, meine Zeit da investiert. Ja, also jetzt, wo du so Geld gekriegt hast, das war ja gerade für mich sehr spannend, dazu zu schauen, da frage ich mich so, ob Grenzen verschwimmen können, wenn ganz viel Geld im Spiel ist. Also zum Beispiel, du hast ja deine Grenzen, was du nicht machen möchtest, aber was ist, wenn dir jemand dann plötzlich ganz, ganz viel Geld anbietet? Verändert sich da dann was im Kopf? Es ist schon schwierig. Man kriegt auch oft Angebote, eine Nacht und ein Treffen und sehr viel Geld. Aber das muss jeder für sich selber wissen, ob man ja jetzt die Grenze haben will oder nicht. Ich mache es persönlich nicht. Ich stelle es mir nur schwer, dann, wenn man wirklich eine finanzielle Notlage hat, dass man da dann eher so anfällig sein könnte. Also man muss ja wirklich sehr, sehr selbstbewusst sein für diesen Job. Ja, also für mich sind Prinzipien immer wichtig im Leben, so auch irgendwie seinen eigenen Stolz noch zu haben. Wie lange könntest du dir vorstellen, das zu machen? Je nachdem, wie gut das laufen wird noch. Ich weiß ja nicht, ob es diese Plattform noch geben wird, ob das morgen weg ist oder nicht. Aber bei mir ist jetzt noch kein Ende in Sicht. Nee. Könntest du dir vorstellen, dass du nach diesem Berufsweg theoretisch in deinen alten Berufsweg zurück kannst? Alten Berufsweg zurück können, kommt immer darauf an. Ich glaube, dass wir in 2024 sehr offen sind, was das alles angeht. Ich denke, dass ich schon wieder zurück in den Job gehen könnte. Für mich, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich das weitermachen werde und ich werde auch nicht mehr zurückgehen, für jemanden zu arbeiten. Wenn es jetzt nicht OnlyFans sein wird, dann werde ich mich mit was anderem selbstständig machen. Okay. Ja, du hast dir da irgendwie deine Ziele gesetzt. Ja. Dann danke mir für den Einblick, dass wir hier auch einen Tag dich begleiten konnten, deine Arbeit filmen konnten und auch was alles dahinter steckt mit Vorteilen und aber auch mit Nachteilen und Risiken, dass wir da wirklich so den ganzen Einblick bekommen haben. Gerne. Sie hat übrigens vorher auch meine Videos geguckt. Ja, als stiller Fan. Also Leute, falls ihr euch überlegt, in sowas zu starten und sowas Ähnliches zu machen, überlegt es euch gut. Ich will es keinem gut reden. Ihr müsst das machen und es ist leicht verdientes Geld. Aber ich bin einfach so ein Mensch, der hat eine Passion dahinter. Ich mache das gerne. Ich bin auch ein offener Mensch und ich kann mit meinen Risiken und alles, was mit einhergeht, damit rechne ich auch. Ich weiß, was es auch für positive Seiten hat und auch was für negative Seiten es hat. Ich wollte euch einfach nur mal einen Einblick geben in meinem Leben. Dankeschön. Das war auf jeden Fall ein spannender Tag mit Emilia. Wie ich mir aber schon vorher gedacht habe, hat dieser Job viele Risiken und auch Konsequenzen. Man muss echt aufpassen, mit wem man dort alles zusammenarbeitet. Und man muss sich bewusst sein, dass diese Inhalte einen das ganze Leben lang verfolgen. Bei Emilia habe ich aber gemerkt, und ich hoffe ihr auch, dass sie sich ganz bewusst ist, was sie dort macht. Und ich glaube, das ist so mit das Wichtigste. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare eure Meinungen dazu oder vielleicht auch eure Erfahrungen. Und falls ihr diesen Kanal immer noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall jetzt tun. Ihr merkt ja, hier kommen immer nur spannende Themen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.